schreiten jetzt sozusagen zur Verkündung der Gewinner. Wir haben das Voting von euch allen, die im Raum sind, ausgewertet und können verkünden, dass der dritte Platz von der Firma, von der Firma Omicron leider nicht persönlich übergeben werden kann. Das machen wir aber gerne. Das ist ein Gutschein für eine WG-Party mit den Utensilien wie Partyhütchen schon sozusagen mit drin, im Wert von 250 Euro. Es gibt eine krachende Party, gerade wenn ihr ein Dreierteam seid, glaube ich, kann man da einiges für organisieren. Und der Gewinner des dritten Platzes ist das Team Socke. Applaus! Oder im Bett aufruhen können. So, wir kommen zum zweiten Platz und dazu möchte ich die Firma Omicron auf die Bühne, die Firma Gameforge auf die Bühne, nachdem Omicron leider nicht teilnehmen konnte. Caroline, kommt doch mal nach oben jetzt rein und ich übergebe dir auch das Mikro. Ja, hi, ich bin die Caroline, HR-Manager bei Gameforge und ich habe mich sehr gefreut, hier bei euch zu sein, auch wenn ich jetzt nicht so den produktiven Part hatte, außer mal Klugscheißen gestern Abend bei unserem eigenen Team. Danke nochmal für die Möglichkeit, Info zu geben. Wir haben das sehr gerne unterstützt, nicht nur, weil wir uns gerne natürlich auch in Erinnerung bringen möchten, sondern weil wir selber als Spieleschmiede denken, dass es immer unterstützenswert ist, so ein Rahmenprogramm und die Infrastruktur zu fördern. Und wenn ihr nochmal an uns denkt, wenn ihr vielleicht einen Job sucht, für interessante Leute haben wir immer auch interessante Jobs zu bieten. Aber ansonsten hatten wir eine Menge Spaß. Ich glaube, ihr könnt es bestätigen da drüben. Und wie einige von den Teilnehmern auch schon gesagt haben, ihr habt hier einiges gelernt. Wir auch. Ich glaube, der Jan kann das bestätigen. Und zwar von euch. Also dafür nochmal herzlichen Dank. Und zu Beginn gibt es übrigens auch sehr attraktiv drei Gutscheine von der Firma Mediamarkt für das eine oder andere technische Equipment und einen Einkaufsgutschein für einen vollen Kühlschrank vom Rewe-Markt. Und dieses schöne Präsent wird übergeben an den zweiten Sieger, an Füttermilch! Und dazu begrüße ich hier das Team von Brandmaker auf der Bühne. Und wer von euch möchte denn zuerst was sagen? Herr Daniel? Ja, den einen oder anderen habe ich in den letzten zwei Tagen kennengelernt. Ich bedanke mich natürlich auch mal an der Stelle, dass ihr mich sehr gut informiert habt. Also ich habe absolut gar keine Ahnung, was die einzelnen Sprachen angeht. Und dass ihr da sehr geduldig mit mir seid, um mir das zu erklären, was ihr da so im Einzelnen gemacht habt. Ich finde es eine super interessante Sache. Also ich fand die Ideen auch wirklich sensationell. Von der Entstehung bis zur generellen Umsetzung grandios. Und Brandmaker sagt sich einfach, wir möchten sowas ermöglichen. Deswegen treten wir auch eine kleine Hilfe an dich. Nächstes Jahr auch als Sponsor wieder ein. Und um genau sowas zu fördern, diesen Teamgeist, sensationell. Damit der erste Platz verkündet werden kann, vielleicht noch, was der erste Platz ist. Das ist ein Gesamtwert von 1000 Euro. Wir haben einmal einen Zuschuss für die Miete im Wert von 500 Euro, dass auch das WG-Leben sozusagen jetzt nicht ganz unerschwinglich bleibt.
Und wir haben ganz clever einen Putzgutschein, nämlich ein Jahr lang Reinigungsservice für die WG, um sich auch auf das Programmieren konzentrieren zu können. Also ich glaube, das ist ganz spannend und ja, jetzt spannen wir uns nicht länger auf die Folter und gewonnen hat den Hackathon, das Team Info Injector. Ich erinnere da noch an den, ich glaube es war Samstagmorgen, als Jan vorbeikam zu uns, so gegen 12, und uns gefragt hat, was wir machen. Und wir haben es kurz runtergerissen, der hat gemeint, ja, ist ja ein sehr einfacher Stack, soll der bald fertig sein. Wir waren auch in der Tat gestern Abend schon fertig, aber wir hätten leider niemals damit gerechnet, dass unser Projekt so gut ankommt. Von daher vielen Dank an alle, die für uns gewartet haben und ja, es war sehr cool jetzt sein. Das nächste wieder am Start. Danke. Ja, dann kann ich noch die abschließenden Worte sagen. Vielen Dank an alle, die hier waren und mitgevotet haben und sich den Sonntagnachmittag Zeit genommen haben. Danke an alle Teams, dass ihr mitgemacht habt. Bleibt mit uns in Kontakt und bleibt uns treu, der Region Karlsruhe sowieso. Vielen Dank und schön nach Hause. Danke.